Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße euch zu The Great Gianna Sisters auf dem C64 mit der genialen Musik von Chris Hülsbeck, eins der ganz großen Spiele auf dem C64, welches ich zugegebenermaßen nicht wirklich sehr gerne gespielt habe, weil damals waren Jump'n'Runs so für mich gar nichts, weil ich sie nicht konnte. Daran hat sich heute nicht viel geändert, aber dennoch möchte ich euch dieses großartige Spiel mal zeigen. Das vielleicht einzige Spiel, welches im Titel sich selbst falsch geschrieben hat. Sehr merkwürdig. Hier stimmt's noch. The. Kein Problem. Great. Kein Problem. Und jetzt kommt Gianna mit Doppel-N. Wird sonst nirgendwo so geschrieben, außer hier im Titel. Ich weiß nicht, ob das ein Witz sein sollte, ob das Absicht war, ob es deswegen nicht geändert hat. Ich weiß es nicht. Steigen wir mal ins Spiel ein. Und wer jetzt gleich sagt, hey, das sieht ja aus wie Super Mario Bros. Ja. Das, durchaus ist eine Ähnlichkeit vorhanden. Es gab aber übrigens... Nanu, was macht der Ball? Nicht wie von vielen angenommen, einen Rechtsstreit. Den gab es nicht. Aber Nintendo hat sich schon so ein bisschen darüber aufgeregt, dass vor allem hier der erste Level ziemlich große Ähnlichkeit hatte mit dem ersten Level von Super Mario Bros. Vielleicht nicht ganz zu Unrecht. Da wurden, glaube ich, auch noch die Spiele damals aus dem Handel genommen. Aber eine Klage gab es wohl nicht. Da hat wohl Nintendo direkt auf die Händler eingewirkt. Sagt, na, nehmt mal die Spiele daraus. Hat dem Spiel aber nur gut getan. Denn durch diesen, ja, wie gesagt, Rechtsstreit war es nicht. Durch diesen Streit, durch dieses Aufbegehren von Nintendo, wurde das Spiel nämlich erst richtig berühmt und hat sich danach verkauft wie warme Semmel. Und vor allem wurde es raubkopiert wie warme Semmel. Ich weiß nicht, ob man warme Semmel raubkopieren kann, aber so war's. Wenn man heute mal bei eBay reinguckt und sich da ein Exemplar aussucht und sich eins kaufen möchte, dann, ja, müsst ihr schon ein paar Euro mitbringen. Nein, warum drehst du dich denn weg? Also um die 200 Euro, 300 Euro, kann man schon sagen, muss man bezahlen, wenn man ein gut erhaltenes Exemplar haben will. Jetzt kriege ich die Mauern hier gar nicht mehr kaputt. Beziehungsweise die Decke. Super. Und ich kann nicht mehr schießen. Ich wollte nämlich jetzt gerade hier die Abkürzung nehmen, hier oben, über die Decke hinweg. Na, zumindest habe ich jetzt schon wieder die Haare schön. Das war clever, oder? Na toll. Der Ball kommt nicht nochmal. Naja, kein Problem. Ich brauche keine Extras. Ich schaffe das Spiel auch so. Das ist das, was ich immer meinte mit Jump'n'Runs. Finde ich zwar vom Prinzip her total super, aber ich kann sie einfach nicht. Ich meine, wer meine Mario Let's Plays gesehen hat, der weiß, was ich meine. Das war ja teilweise grauenhaft. So, jetzt lasse ich das Viech nicht wieder auf meinen Kopf fallen. Was gibt's eigentlich, wenn ich hier... Ich vermute mal auch extra Leben, oder? 100 Diamanten, ein extra Leben. Na komm, gehen wir zum Ausgang. Bevor ich da ins Wasser reinplumpse, wollen wir mal ein bisschen was vom Spiel sehen. Wo so ein Blitz hätte ich gerne. Nochmal, damit ich schießen kann. Haben wir mal lieber hier oben die Diamanten geholt. Komme ich da dran an den einen? Nee. Dafür liegen die Haare nicht gut genug. Hier laufe ich mal lieber vorbei. Dürft mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr dieses Spiel gemocht habt damals, ob ihr das selbst gespielt habt, welche Version ihr gespielt habt. Das gab es ja auch auf dem Amiga, wenn ich mich nicht ganz täusche. Komme ich dann an dem vorbei? Vielleicht mit dem Blitz. Das macht dem gar nichts. Das ist wieder super. Wie kommt man denn an dem vorbei, bitteschön? Ach, das war's schon. Toll. Dann machen wir das gleich nochmal. So, komm. Kleine. Auf geht's. Machen wir hier einen Speedrun jetzt. Boing. Kann ich eigentlich rein? Natürlich nicht. So langsam, ganz langsam dämmert es mir wieder, warum ich dieses Spiel nicht gemacht habe. Es liegt nicht am Spiel. Es liegt ganz klar an mir. Gar keine Frage. Aber irgendwie...
Wie kann man eigentlich so ungeschickt sein? Das frage ich mich jetzt mal selbst. Ich meine, guck mal, wie ich hier versuche, gegen diese Boxen zu springen. Da was andere in 5 Sekunden ablaufen, da brauche ich eine halbe Minute für. Dann nehme ich mal lieber die Diamanten mit, falls es dafür ein Freileben gibt irgendwann. Man weiß es ja nicht. Wohl, jetzt werde ich mal versuchen, die Abkürzung zu laufen in dem Level. Einfach oben über die Decke entlang. So. Mal hier rüber. So. Tschüss, Level. Tschüss. Ist natürlich sehr sinnvoll. So kann man gar nichts einsammeln. Auch keine Punkte machen. Aber man stirbt auch nicht. Perfekt. Hier irgendwo was versteckt ist. Was mache ich denn mit dem Brocken? Kann ich damit gar nichts machen? Nur verwunderlich, dass der mich jetzt nicht getötet hat. Wow, warum kann ich nicht schießen? Ich konnte gerade noch schießen. Aber jetzt kann ich wieder gar nichts. Nein! Spring doch da hoch! Mensch, Mädchen, was machst du? Wahnsinn. Ich spring nicht weiter. So, genau. Hier hoch und jetzt schön die Diamanten einsammeln. Ganz in Ruhe. Ja gut, fast alle. Und Jump. Sehr schön. Und nochmal jumpen. Hier kriege ich doch jetzt den Blitz, oder? Muss mal gucken. Nee, kriege ich jetzt den hier. Ach, draufspringen darf ich auch nicht auf den. Das hätte man mir vielleicht mal vorher sagen sollen. Probieren wir das Ganze nochmal. Naja, da kriege ich Splack. Ja, gib mir den Ball. Den Ball können wir zumindest dann schon mal mit unserem Kopf gegen die Decke springen. Was ja auch irrtümlicherweise von Super Mario angenommen wird. Das macht er aber gar nicht mit dem Kopf. Das macht er mit seiner Faust. Man muss da mal ganz genau hingucken. Nur Gianna Sisters hier, die macht das mit ihrer 80er-Jahre-Dauerwelle. Ist ja auch kein Problem mit so einer Frisur. Da kannst du so einiges knacken mit. So. Jetzt werden wir noch schnell die Abkürzung nehmen oben. Und dann sind wir wieder im dritten Level. Und dann wollen wir noch mal gucken, ob wir diesen komischen Heinrich da, der da hoch und runter springt, nicht irgendwie besiegen können. So, mach dich mal weg hier. Vorsichtig. Und da hoch. Sehr schön. Ach so, ich drücke immer den Stick rein. Deswegen schießt die. Aha. So, das klappte doch ganz gut. Bloß nicht wieder einen doofen Fehler machen und hier jetzt irgendeine Fähigkeit verlieren. Kaputt kriege ich dich damit aber auch nicht. Egal, wir wollen uns um den Schleimer kümmern. Oder war der jetzt kaputt? Vielleicht muss ich den auch nur häufig genug treffen. Boah, Doppelblitz. Was macht der? Der Doppelblitz, was macht der? Ich glaube nicht, dass das was bringt. Okay. Super. Wir sehen mal was Neues in diesem Let's Show. Sie kann aber genauso gut rutschen wie Mario. Und zum Ausgang. Yes! Ich weiß gar nicht, wie viele Level es nochmal gab. Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Das dürft ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. War das nicht wieder clever? Und so haben wir jetzt alle Eigenschaften verloren. Wir können nicht mehr schießen, wir können nicht mehr nach oben bumsen. Wow. Schnell kaputt machen. Oder stehst du wieder auf? Will ich nicht hoffen.
Ekliges Viech. Okay. Die Musik ist jetzt schon wieder sehr geil. Ja, gehe ich unten entlang. Jedenfalls traue ich nicht. Ah, wieder solche Heinrichs hier. Okay, kein Problem. Alles im Griff. Sehr schön. Wah, Hilfe! Ich kriege doch bestimmt nicht tot. Da hau ich lieber ab. Geil. Sehen wir vielleicht noch einen kompletten Playthrough? Wer weiß. Ja, ich wusste natürlich, dass es hier einen versteckten Bereich gibt. Also das war pure Absicht von mir. Wie komme ich denn jetzt wieder hoch? Achso, mit dem Aufzug. Natürlich, wie sonst. So, komm, gib mir mal wieder einen Ball. Sehr schön. Ich würde sagen, jetzt läuft's, ne? Oder? Jetzt noch schießen könnte, wäre alles perfekt. Puh. Schon wieder ein Level geschafft. Was ist denn nur los mit mir? Na, ich kann es jetzt zugeben. Am Anfang habe ich extra schlecht gespielt. Damit ihr was zu lachen habt. Aber jetzt bin ich im Profi-Modus. Ah, gib mir das. Ich will das. Ich wollte das. Hm. Wenn man zu gierig ist. Es ist aber in jedem Videospiel ist genau das Gleiche. Immer wieder. Sobald man zu gierig wird, geht man drauf. Da kannst du machen, was du willst. Da gibt's doch gar keine Ausrede. Komm, spring da hoch, Süße. Ah, geht doch. Vorsicht, Biene. Ach komm, den habe ich doch erwischt. Achso, die Diamanten gehen alle wieder weg, sobald man ein Leben verloren hat. Oder hatte ich gerade nur ein Bonusleben bekommen? Das war auch wieder clever. Mann! Reicht das wenigstens für eine Highscore? MSS, ja genau. Ja, neue Highscore. Naja gut, das war The Great Gianna Sisters auf dem C64. Hoffentlich hat es euch Spaß gemacht. Vielleicht mache ich auch irgendwann mal die Amiga-Version. Muss ich mal gucken, wie es da zeitlich aussieht. Vor allem, die habe ich, glaube ich, nie gespielt. Muss ich mir mal angucken. Das war's auf jeden Fall, The Great Gianna Sisters. Hoffentlich hat es euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bye, bye.